trat er auf etwas Weiches und erschrak. Noch mehr erschrak er, als er erkannte, dass er auf die Hand eines Toten, Singers Linke, getreten war. Die leeren Augen vom Schmerz und Angst entstellten Gesicht des Toten sahen zu ihm hoch und ließen ihm die selbstgedrehte Kippe aus dem Mund fallen. Der junge Mann ging in die Knie und überprüfte die Atmung, indem er sein Ohr über Mund und Nase hielt. Erfasste er die Situation und herrschte den jungen Mann an, ja, da zu bleiben. Dann eilte er auf den Kirchenanbau zu, wo er Licht sah. Hier im Gemeindezentrum fand gerade die Generalprobe für das Adventskonzert des Kirchenchors statt. Als Ede Rummelshofer hereinplatzte, verstummte der Chor bis auf ein paar Damen im Alt, die noch drei Takte weiter sangen. »Hilft's mal«, rief Ede, »hilft's mal! Ist der Pfarrer da oder sonst der, wer hierher kehrt?« Aus den Reihen der Bässe trat ein bebrillter Mann vor, groß, breitschultrig, mit eisgrauem Haar. Dicht am Autobahndreieck. Dort schmiegt sich das Dorf in ein kleines Tal. Da die Kirche von St. Emmeran einen eher kurzen, stämmigen Kirchturm besitzt, weist das Gotteshaus erst aus der Nähe auf das Dorf hin. So bleibt die Gemeinde den Reisenden meist verborgen. Denen, die sie doch entdecken, zeigt sie eine Schönheit, die nur im Geheimen gedeiht. Das Ziel der Fahrt entpuppte sich als Einfamilienhaus mit Garten. Alles war ordentlich, aufgeräumt und solide. Auch die adventliche Dekoration. Es handelte sich um große, aus Blättern ausgesägte Nikoläuse, bunt angepinselt, heiter und rustikal. Nicht nur das Klingelschild, auch das Schild am Briefkasten lautete auf Singer/Fink. Beide ordentlich graviert aus Messing, nichts Provisorisches. Im Doppelcarport neben dem Haus stand nun, anders als das Protokoll der Nacht es vermerkte, ein grüner Volk. Musik.